wunderschönen guten Hallo. Schönes Album. Ja, Mann. Hallo. Huckelun, Tagsam. Ich bin kaputt. Hört man auch. Nicht schlimm. Wir ziehen heute trotzdem durch. Was geht? Heute ist ruhiger Stream, ja. Heute ist ruhiger Stream. Aum. Ach, Rage Ho. Nein, Rage Hot, Bruder. Ich wollte dir gestern noch schreiben, Alter. Ich hab JJ auch noch geschrieben. Das ist krass. Glückwunsch an alle Glückspilze. Schreiben wir für so ein positiver Mensch, ne? Ha, was geht? Junge, was für ruhig. Natürlich ruhig heute. Heute geht gar nichts, glaube ich. Wieso wolltest du mir schreiben nochmal? Ich habe immer das Gefühl, nicht oft genug Danke zu sagen. Bei allem. Selbst bei jedem einzelnen Zap. Und das kriege ich nicht aus meinem Kopf raus. Wenn ich nicht genug vorlese und mich nicht genug bedanke, dann fühle ich mich schlecht. Es geht gerade, Bruder. Guten Tag. Boah, ich bin voll platt, Alter. Ich bin vor einer Stunde erst aufgewacht. Ich habe Mittagsschlaf gemacht. Dafür habe ich heute Morgen ein bisschen an GTA rumgewerkelt. Wir gucken gleich, ob das funktioniert. Ich würde das ein bisschen hübscher haben. Alles gut, Bruder. Hast es dir verdient. Bringt mich oft genug selbst, wenn es keinen Grund gibt zum Lachen. Kuss. Schon wieder? Wie schon wieder? Was schon wieder? Mit dem Mod? Ja, klar. Ich lasse mich dort testen. Alerts sind kaputt. Warum? Wie? Was? Hab heute das VOD zu Ende geguckt, war ja noch Anglerswild. Danke für die tolle Unterhaltung. Ja, obwohl ich das ein bisschen am Ende ein bisschen anstrengend fand. So ein bisschen alles too much. Aber was jetzt machen? Das ist damals wie in Skyrim modded till it breaks. Nö, eigentlich nicht. Ich hab ein paar Presets bekommen vom Juri, aber ich hab mich für eine andere Variante entschieden. Ich will das halt ein bisschen hübscher haben. Handgranate zum Aufwachen, ach du Scheiße. Diamond Blue, du bist der Beste, Dankeschön. Aber du bist der Beste jetzt. What's poppin', guys? Nix, was gibt bei euch? Ich hoffe, ihr seid alle gesund und euch geht's allen gut. Mila hat ihre Rache trotzdem sehr gut gespielt, das stimmt allerdings. Und ich will gar nicht wissen, was noch auf mich zukommt. Allein wegen dem Glücksspiel, aber die kommt heute zum Beispiel nicht, die ist auch im Eimer. Aber ich muss sowieso Kohle ranholen, Alter. Wird mal Zeit, wieder Taxi zu fahren. Twinkie war am Ende anstrengend, aber der Killer war, als sie echt nochmal rauskam. Yeah. Hallo, Oma. Olles, vielen lieben Dank für den Resub im 7., aber vor 3 Stunden... Vielleicht ist alles gerade hier, dann hörst du das. Bubbles, du wolltest doch die Die granten. Wer ist Bubbles? Ich bin erstaunt und froh, dass du online bist. Hätte gedacht, die, warum hast du geschossen? Sache bringt 2 Tage frei. Bringt 2 freie, extra Freitage. Du meinst das mit dem Berglöwe? Nein, das Ding ist, das ist legit. Ob ihr glaubt oder nicht. Ich habe mich letztens sogar noch mit Tai drüber unterhalten. Wenn ein Berglöwe im RP, weil die sind dafür da, dich anzugreifen, ne? Für die Feldleute, die da AFK rumstehen und so. Wenn so ein wildes Tier, in Anführungszeichen im RP, auf dich zugerannt kommt, weil er dich angreifen will, darfst du dich verteidigen. Du darfst nur nicht, wenn du so ein Tier siehst, was dich jetzt nicht auf dem Schirm hat, nicht hingehen und dann einfach abknallen. Aber das gestern war legit. Weil es halt eben ein wildes Raubtier ist. Hat mich zwar übelst genervt, dass die Leute an der Werkstatt das nicht gecheckt haben, Alter. Das hat mich echt abgefuckt, muss ich echt zugeben. Weil die das in meinen Augen, war das Fail-RP, was die gemacht haben. Obwohl ich ja eigentlich, was heißt eigentlich, ich möchte kein RP bewerten. Aber mich hat das extrem genervt. Das hat man auch gemerkt. Weil du behandelst so ein Raubtier im RP nicht wie eine Miezekatze, Alter. Ganz einfach.
Captain Germany, dankeschön für den Prime im 9. vor 2 Stunden. Ich hoffe, du bist hier. Crazy Fist, danke für den Prime 8. Big F, DMX, Alter. Stimmt. Aber, ne. Traurig. Aber jeder Tod ist traurig. Hallo, HT. Rachel TV, dankeschön für den Restart im 4. und Tukulu. Und danke nochmal. Und dankeschön für 10 Gifted Subs. Du bist im Verirre, Alter. Und Matti, danke für den Prime im 31. Da du dein Geld ja abgeben musst. Haha. Ja, lach mich nur aus. Nix Twinkie heute, nenne heute nix Twinkie. Könnte das Pferd der Sultan überhaupt mit den Lappen? Das werden wir heute sehen, wenn Pinsel überhaupt kommt. Ich hab den heute nur nirgendwo gesehen. Du behandelst allgemein kein Raubtier als Haustier, ja. Sag mir das nicht. Heute einfach ein paar Berglöwen, ja, gar keinen Bock. Hansi, vielen lieben Dank auch für 5 Gifted Subs, Mann. Und Swill Truth, dankeschön für 100 Bits. Und Dandy, dankeschön für den Prime im 8. Monat. Und Tristan, danke für den Reset im 4. Und guten Abend. Euch allen. Boah, ich bin echt gespannt, ob das Ding überhaupt fährt. Aber ich denke mal schon. Das kann sogar sein, dass er ziemlich langsam damit fährt. Ich bin mir sogar auch ziemlich sicher, dass die Dinger verboten sind. Pinsel meint, der ist heute und morgen auf. Dann werden wir das erst morgen erfahren. Obwohl, morgen ist die Party auf der Insel, ne? Da sollen wir ja erfahren. Also dann vielleicht doch erst Sonntag. Mal gucken. Küss mich, Küttes, brauch heute Liebe. Ja, Mann. Darum im Abstand von Shapes halten. Man weiß nie, wie er reagiert, Chat. Warum ist Shapes ein Raubtier? Oder dass ihr solltet hier vielleicht weg, wenn ein wildes Raubtier, das zum Töten aufsteht, könnte es auf euch losgehen, weil ihr ihn verärgert habt. Der andere Pause und eine Sache, Alter. Ich meine, ich habe mit Curtis ja auch Ärger gemacht wegen dem Hund und so, aber ich finde, ein Hund ist was anderes als ein verdammter Berglöwe. Boah, krass Lied. Beste Album meiner Meinung nach. Von ihm. Boah, ich muss auftauen, Chat, ne? Verzeiht mir. Erstmal chillen, erstmal auftauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Aber ja, nein, das gibt keinen Bann dafür. Hat man ja auch gestern gesehen, die Sheriffs oder so, die haben auch nichts gesagt. Und ich weiß es halt besser. In dem Fall mal wirklich. Was haben sie heute so gemacht? Ich war relativ früh wach. 5-6 Stunden geschlafen. Dann war ich heute Morgen mit Juri im Test und Slava und Marvin und alle und so. Wir waren auf Juri seinen Testserver und haben über Grafikmods gequatscht und ein paar Presets ausgetauscht für Dings, Reshade und so ein Shit. Dann habe ich ein bisschen an GTA rumgewerkelt. Und war eigentlich sehr zufrieden, aber wir werden sehen. Wenn es nicht gut aussieht in der Nacht oder so, oder wenn mich dann irgendwann abfuckt, dann werde ich wieder auf Vanilla zurückgehen und dann werde ich es auch sein lassen. Wir testen einfach mal. Man hat im EP schon so viel gesehen, da triggert sowas nicht mehr. War ja nicht der Chat, der gestern getriggert war, waren ja so ein paar RPler, die da rumstanden und meinten, jo, warum schießt du auf ein wehrloses Tier, das unter Artenschutz steht oder so. Und ich glaube, die wollten uns am Flughafen nur brettern. Gruppenkuscheln, Curtis, na klar, let's go. Mach dir Duftkerzen an, mach ich jetzt auch. Und dann gehen wir schon in den Pommes. Heute wird echt ruhig, ich sag's jetzt schon mal. Aber wir müssen eh Geld verdienen. Die Animation ist eine Lüge, das stimmt nicht. Chat war gestern mies. Ich habe auf Chat geachtet, war eigentlich gar nicht so schlimm. Gibt Schlimmere. Das war eher eine heiße Diskussion. Und ein bisschen aufregen über Dummheit. Ich war ja auch getriggert. Hallo Multipass. Ich bin immer noch Tilt. Das glaube ich dir sogar, Unicorn.
Und Rox, Dankeschön für den Prime im 15. Monat. Und Hukulu. Hier war doch nichts los. So ein bisschen heiße Diskussion war schon. Ach, mich hat ein Berglöwe angegriffen und ich hab den abgeknallt. Und dann haben sich welche aufgeregt im RP. Ronnys Auto. Vielleicht kommt der Pinsel ja heute doch. Vielleicht meint er ja morgen. Ich bin echt gespannt. Das kann natürlich auch sein, weil bei GTA ist das so, wenn die Reifen rumbacken an einem Auto, dann kann es sein, dass das schneller fährt. Viel wichtiger ist, haben die Cops das Auto wiederbekommen. Viel lustiger ist, dass Twinkie das alles gespielt hat und also extra ins Auto geschissen hat, in Anführungszeichen. Was eigentlich ziemlich krank ist, wenn man drüber nachdenkt. Die sind gefährlich. Nee, für die waren die nicht gefährlich. Berglöwen sind Haustiere. Das ist eigentlich die große Frage, dass die damit Absicht gemacht hat. Der Löwe wird von Schlichti gespielt. Das ist einer der Waffendealer, mit denen ich unterwegs bin. Der hat mir geschrieben... Moment. Der hat geschrieben, hahaha, wollt mir den Dicken als Steak reißen? Scheiß Rolle und scheiß Rave, da treffe... Scheiß Rolle und scheiß Rage, da treffe ich nichts mit dem Berglöwe. Wisst ihr, der wollte mich töten. Dann hat er geschrieben, GGWP, dann habe ich geschrieben, die regen mich so auf, die Affen. Dann schreibt er, die sind so bekloppt, wenn es um die Löwen geht, denken, das sind Haustiere. Hat der Berglöwe selber geschrieben. Weil der kriegt das ja mit, der lag ja da, ne? Da wisst ihr Bescheid. Manchmal muss man halt in den Kopf kacken, da machst du nichts. It is what it is. Ich war aber total überfordert gestern. Ich wusste damit nicht umzugehen mit Twinkie, Alter. Das war mir zu viel ein bisschen. Aber so ist es, Uber. Savio X, Dankeschön für den Prime im 43. Monat. Eieiei. Und Batman, Dankeschön für den Prime 12. Monat. Nutz. Twinkie alleine. Peanut! Hey Kurt, das war ewig nicht da. Hast du noch Kontakt mit einem von GTA Live? Spielen die noch? Boah, ich hab mit fast allen 90%, 80% habe ich noch Kontakt, ja. Und die zocken auch noch, aber nicht RP. Wir haben halt immer noch unser altes Teamspeak von damals. Cooper zockt WoW und Dragon Hunter und so. Carlos und Jamal zocken irgendwelche Games. Giffy, alle eigentlich noch da. Fast alle. Spineless, Dankeschön für den Prime im 3. Monat. That's Entertainment. Wie ihr Mikro immer leicht übersteuert hat bei Peanut. Das ist nicht ihr Mikro selber, das ist Clownfish bei Twinkie. Ich weiß auch nicht, warum das übersteuert. Bei mir ist das nicht so. Müssen wir mal gucken, ob wir das gefixt kriegen. Hallo Lukas. Und Haki, danke für den Prime im 23. Monat. Guten Abend, der Herr, Sie stinken. Stimmt nicht, wurde er mit einem Wasserschlauch abgespritzt. Damit ich aufstehe. Schwester Kusch musste mich wecken, wie ein kleiner Junge. Sonst hätte ich verpennt heute. Real Talk. Sonst würde ich jetzt immer noch im Land der Träume rumrennen. Wo ist Green eigentlich? Bruder. Du meinst dem Green, den ich mal Geld leihen wollte, weil er nichts mehr hatte und der hatte Kinder und musste mit dem Fahrrad, ich glaube, zu Caritas oder so fahren, hat er mir erzählt. Ich wollte ihm Geld leihen, damit er einkaufen gehen kann. Und das Geld, was ich ihm angeboten habe, hat er aber gesagt, ja, das ist zu wenig. Der Green. Ich habe schon Sachen erlebt, ne? Ich habe echt schon Sachen erlebt, Alter. Hab mir heute mal wieder das erste Best-of auf YouTube angesehen. Dachte, ich schau mal wieder rein. Das ist nett von dir und willkommen zurück. Aber Kurt, das ist momentan nicht. Hier gibt es gerade einen neuen Charakter, der heißt Peanut Smoltz. Habe ich überhaupt gar nicht verdient.
kann auch nichts dafür. Mein Schlafrhythmus ist tot. Kannst dir jetzt Shit nicht ausdenken. Ja, so ist das leider. Nee, Haki hab ich noch nicht. Aber ich check mal aus. Nachher. Schade, dass Kai-Uwe nicht mehr da ist. Kai-Uwe habe ich das letzte Mal vor Homestead gesehen. Und da hat Kai-Uwe so reingeschissen, dass ich schon dafür Ärger bekommen habe, weil ich auf den aufpassen sollte. Ich weiß noch, wie der mit dem Handy durchs Wasser gerannt ist und die eine Krise bekommen haben, Alter. Die Projektleiter. Das kann der nicht machen, das geht hier nicht, das kann der nicht machen. Da haben sie den ins Gefängnis gesperrt, weiß ich heute noch. Und da kam so ein Event-Character vom Supporter und hat mit dem geredet, Alter. Aber nicht wieder bis 6 Uhr Guild Wars zocken, wieder schlafen. Wo muss rippen? Ich habe gestern gar kein Guild Wars gezockt. Momentan bin ich gar nicht so viel unterwegs. Ne? Eben, weil ich Schlafrhythmus reparieren möchte. Aber ich krieg das schon hin. Wir gehen jetzt in den Permis. Heute wird ruhig. Heute müssen wir Mula machen. Du hältst die Klappe. View dir Sound und ab geht's. Ja, doch, heute ist doch keiner da. Heute ist Peanut allein auf links unterwegs. Der Young OG war auch gut. Welcher Young OG? Wer ist denn nochmal Young OG? Geht ab, Jonas. Wann kommt Juris Türschuppe endlich mal in der Truppe? Du meinst den Hund? Das ist eine gute Frage. Wie hast du geschlafen? Erst kurz und dann ziemlich lang, aber gut. Und du, Goldberg 7? Berglöwe, ahoi. Ach ja, Mittagsschläfchen eh besser, ja, aber nicht, wenn du zu lang schläfst. Ich weiß auch nicht, wo ich den Schlaf herhole, Alter. Pizza rumfahren bei dir. Ich bin nicht süß, wenn ich schlafe, bin voll am Schnarchen. Glück auf.